Wie du siehst, trinke ich leidenschaftlich gerne Tee. Die benutzten Teebeutel sammle ich in einer Schale und dann kommen sie bei mir normalerweise immer auf den Kompost. Normalerweise. Doch vor einiger Zeit fing ich an, einige Teebeutel zu trocknen, weil mir nämlich zwei Ideen kamen, sie weiter zu verwerten. Eine davon zeige ich dir heute, nämlich wie ich aus dem Teebeutelpapier Lesezeichen mache. Zuerst einmal hänge ich die benutzten Teebeutel zum Trocknen auf. Bis sie ganz durchgetrocknet sind, kann das schon so 2 bis 3 Tage lang dauern. Schau, in 2 davon habe ich kleine Holzrollen gesteckt. Was es damit auf sich hat, das erzähle ich dir aber in einem anderen Video. Für die Lesezeichen eignen sich grundsätzlich die Teebeutel aller Teesorten. Hauptsache, sie sind aus Papier. Kurkuma zum Beispiel färbt das Papier in ein schönes Sonnengelb. Früchtetee ergibt oft ein zartes Rosa. Ich nehme am liebsten immer das Papier der Schwarztee-Teebeutel, weil der Schwarztee sehr deutliche, immer wieder andere Muster aufs Papier zaubert. Damit ich möglichst viel des Papiers retten kann, entferne ich vorsichtig die Schnur vom Beutel. Und genauso behutsam falte ich den Beutel dann auseinander und lasse den getrockneten Tee herausrieseln, bevor ich das Papier dann an der Naht hinten ganz auseinanderfalte. Jetzt wird das Papier bei einer mittleren Hitze glatt gebügelt, und zwar von beiden Seiten. Jetzt sieht man die Strukturen der Teefärbung besonders gut. Dann lege ich ein Papier unter und fange an, das Teebeutelpapier zu verzieren. Ich nehme hier Acrylstifte und betone mit ihnen die Strukturen, die ich vorfinde. Hier kannst du aber auch viele andere Stifte verwenden. Buntstifte, Filzstifte oder auch Aquarell- und Wasserfarben. Wenn du flüssige Farbe nimmst, dann müsstest du nachher nur noch einmal bügeln. Ich mag es, wenn die Farbe des Acrylstiftes auf dem Papier etwas zerfließt und ich finde, dass das einen schönen Effekt ergibt. Hier sind dir aber wirklich gar keine Grenzen gesetzt. Für mich ist das immer ein völlig intuitiver Vorgang und ich genieße diesen Prozess immer sehr. Nachher bin ich selber immer wieder überrascht, was sich auf dem Papier ergeben hat. Du kannst hier wirklich immer wieder kleine Kunstwerke entstehen lassen und auch das gesamte Papier nutzen.
Du könntest sie dann auch in kleinen Bilderrahmen zusätzlich aufwerten. Dir fallen sicher noch viele andere Möglichkeiten ein, wenn du erstmal damit begonnen hast, Teebeutelpapier zu bemalen. Für das Lesezeichen nehme ich hier einen einseitig bedruckten Fotokarton, den ich gleich zuschneide. Meine Maße sind hier 13 cm in der Länge und 4 cm in der Breite. So, und auf die weiße Seite klebe ich nun mit einem Klebestift mein Teebeutelpapierkunstwerk. Die überstehenden Papierteile werden auf der Rückseite fixiert. Jetzt noch das überstehende Papier oben und unten einschneiden, zur Rückseite hin umklappen und ebenfalls noch festkleben. Nun noch in der oberen Mitte ein Loch anbringen. Und die zuvor entfernte Teebeutelschnur wieder anknoten. Und fertig ist das neue Lesezeichen. Ah, und bei der Gelegenheit möchte ich euch auch gleich noch zwei Buchtipps geben. Es gibt nämlich zwei Bücher,
die ich allen Kreativen nur wärmstens empfehlen kann. Da ist einmal das, was ihr hier seht. Point Zero – Entfesselte Kreativität von Michel Cassou. Und das andere heißt Der Weg des Künstlers von Julia Cameron. Du findest die genauen Buchtitel nochmal im Abspann, aber auch in der Infobox unter dem Video. Vielleicht sind diese beiden Bücher ja auch was für dich. Und falls du noch ein Lesezeichen brauchen solltest, nun ja, dann machst du dir ja vielleicht auch eins aus Teebeutelpapier. Thank you.